Spektakuläre Bilder aus Kalifornien. Knapp 100 Kilometer nördlich von Los Angeles ist es zu einem Feuertornado, einem sogenannten Firenado, gekommen. Deutlich aus der Luft zu sehen, Flammen, die sich um sich selbst drehen. Ein Feuertornado entsteht dann, wenn heißer, trockener Wind auf offene Flammen trifft. Ein Firenado kann bis zu 15 Meter hoch werden. Im Inneren ist es bis zu 1000 Grad heiß. Der Feuertornado in Kalifornien ist durch ein Buschfeuer entstanden und hat aktuell eine Ausbreitung von ca. 1 Quadratkilometer. Mehr als 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz, Wohngegenden sollen aber nicht in Gefahr sein. Kalifornien hat aufgrund hoher Temperaturen seit Wochen immer wieder mit Buschfeuern und Waldbränden zu kämpfen. Die Situation sei bisher aber bei weitem nicht so schlimm wie in den Sommern von 2020 und 2021, so die kalifornische Behörde für Forstwesen und Brandschutz. In den beiden vergangenen Jahren sind in Kalifornien insgesamt mehr als 27.000 Quadratkilometer Wald durch Feuer zerstört bzw. beschädigt worden.